Willkommen bei uns Schillis von der Schillischote aus der Schillerschule in der Schillerstraße. Wir trafen für euch den Bundespräsidenten und seine Frau. Welche drei Dinge würden Sie auf eine einsame Insel mitnehmen? Meine Frau, meine Tochter. Dann ist es doch nicht mehr einsam. Dann ist es ja ein Witz. Ja, dann fange ich einfach mal an. Euch zu sehen, Frau Slois. Ja, hallo. Hallo und willkommen im Schloss. So, es ist auch interessant für Kinder, mal was über den Bundespräsidenten zu lesen. Also nicht nur Sachen über seine Arbeit, auch mal persönlichere Dinge. Ich wollte fragen, ob Sie schon mal im Schlafanzug zum Büro gegangen sind. Man hat das alles umgebaut. Das, was früher eine Wohnung war, das sind heute Besprechungsräume. Können Sie kochen? Kann er. Als wir noch in Gießen gewohnt haben, hat mein Mann ganz gerne Spinatnudeln gekocht. Und die waren immer sehr lecker. Ich bin Herrn Steinmeier über den Weg gelaufen und habe mich dann ihm im Weg gestellt. Dann durfte ich danach ihm ein paar Fragen stellen. Dann habe ich ihm einen Brief geschrieben. Er hat mir auch handschriftlich zurückgeantwortet. Wen würden Sie gerne mal kennenlernen? Ja, bis vor kurzem hätte ich gesagt den Papst, aber den habe ich jetzt gerade getroffen. Das Schöne ist, man trifft in diesem Beruf als Präsident wirklich fast alle oder kann alle treffen. Zuletzt war ich zum Beispiel in Gambia. Eines der ärmsten Länder der Welt. Aber das auch interessant war, weil die nach 20 Jahren jetzt ihren Diktator weggejagt haben. Man weiß dann mal, was so ein Bundespräsident macht, wie sich so eine Arbeit überhaupt anfühlt. Es ist einfach mal interessant, was über so wichtige Leute alles herauszufinden ist. Dann weiß man auch mehr und kann überall mitreden. Das finde ich schön. Wenn wir hier in Berlin sind und wir haben wirklich mal einen freien Abend, dann essen wir gerne zu zweit zu Hause. Ja, dann kochen wir uns irgendwas Nettes oder essen kalte Küche und sitzen in der Küche und schwätzen dann so ein bisschen. Wir werden es umschreiben ein bisschen, dass es nicht so, sage ich jetzt mal, eckig ist. Ich meine auch, dass er für Kinder geeignet ist, wenn man das so ein bisschen rund macht. Es war wirklich sehr schön und interessant. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Herrn Steinmeier und seiner Frau. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, dann lest unsere Zeitung Schillischote. Dort findet ihr das ganze Interview. Tschüss!